Vielmals merci auch den Petitionären für den fantastischen Ansatz. An besonders auch, dass sie fertig spricht, tun Bewusstsein zu schärfen für den Denkmalschutz, für die Kultur allgemein, für den architektonischen Patrimoine. Es gesagt, dass Modernisierung auch nicht immer muss positiv sein. Und ich will so, wenn man gesehen, dass viel aufgerabt ging, die letzte Jahrzehnte, dann ist das doch klar, Leute, dass da, weil einfach nicht der politische Willen da war, für die Sachen zu schützen. Das scheint irgendwie die Leute arrangiert zu haben. Ich denke, dass ich muss weiter auf die Linie gehen, für Öffentlichkeitsarbeit zu machen, beide Leute da draußen, für sie darauf aufmerksam zu machen. Ich will so, dass schon 5 auf 12 von, ich mache mir ganz große Sorgen, wenn ich all da gesehen, dass andere Menschen erst wo rote Punkte, dass dann etwas aufgerappt geht und dann effektiver Saat geht, kann man nennen, einfach mal nur durch ein weiß Köst. So gesagt, das dann aus. Und ich fand dafür auch den Punkt ganz interessant, für zu so, komme ich schützen die Häuser von allen Götten, die da waren, 1955 gebaut, die sind mal da fies. Und dann drehen wir das also um, dass ich muss einen Demand machen, für wann ich sie will aufrappen. Ich gebe dann aber auch zwei kleine Fragen nachstellen. Das erste, dass wegen sind die Prävisionen aus, dass ich in Stadt K4 stellen. Ich habe das letzte Mal einem Architekt geschwärt, ich habe zu Mama, den hat mir gesagt, zu Mama werden in den nächsten 20 Jahren mindestens 25% von den Häusern aufgerappt gehen. Das ist eine Meinung, ich weiß es nicht. Es wäre einfach mal eine Frage zu stellen, wenn wir so weiterführen mit dem Wachstum, den wir die letzten Jahre hatten, steht es nicht mehr, außer nach die paar 100 Häuser, die geschützt sind.